Hollywood, Los Angeles. Hier träumen alle vom süßen Leben als Superstar. Doch wer Erfolg haben will, braucht Ruf der Traumfabrik gefolgt und Leben mittendrin. In der Hollywood Madness. Immerhin hatte Denise schon Jason Derulo und demnächst Jamie Foxx vor der Kamera. So etwas spricht sich rum in Hollywood. Was auch der Grund ist, warum Denise heute für einen ganz besonderen Job gebucht wurde. How's your day going? Ready? Diese verschlafene Dame hier ist Kaylee Methwen, die sogenannte Kentucky Fried Chicken Erbin. Das ist in etwa der glamouröseste Wake-up-Call ever. Mit dem Familien-Fastfood-Business will das L.A. It-Girl trotz des vielen Geldes nichts zu tun haben und gründet ein Lingerie-Label mit dem simplen Ziel, die luxuriöseste Unterwäsche der Welt zu produzieren. Und Hollywood beißt an. Non-Plus-Ultra-Kunden wie die Kardashians haben schon bei Madame Methven geshoppt. Denise' Job heute, sie soll das neueste Produkt, einen 1,3 Millionen Dollar BH, perfekt in Szene setzen. Ja, also sowas ist natürlich schon extrem verrückt. Ist mir bis jetzt auch noch nie passiert, aber ja, es ist halt LA, es ist Hollywood, sowas passiert. Mit 18 Jahren verlässt Kayla damals ihr Elternhaus, um nach Paris zu gehen und Mode zu studieren. Auf das Geld der Familie verzichtet sie dabei. Das war damals sehr aufregend. Ich habe mich unsterblich in einen Franzosen verliebt. Und das Ganze begann als reine Sexaffäre. Ich habe mich dann jedes Wochenende für ihn in teure, sexy Lingerie verpackt. Da ich damals aber kein Geld hatte, habe ich mir meine Liebelei mit drei Jobs finanziert. Er war verrückt nach mir und das Ganze ging 5 Jahre lang. So habe ich gelernt, welche Macht sexy Lingerie haben kann. Als Studentin träumt Kayla von einem Wäscheimperium. Als sie mit 22 das Geld der Familie erbt, verschlägt es Kayla wieder in ihre Heimat Los Angeles. Denn ihr Ziel, die teuerste und exklusivste Lingerie der Welt zu produzieren, lässt sich nirgends besser umsetzen als hier in Hollywood. Naja, weißt du, die Promis leben nun mal alle hier in L.A. Und da ich diese einzigartigen Stücke auf Wunsch produziere, habe ich hier die richtige Kundschaft. Das, was wir in großen Massen produzieren, verkaufen wir nach Europa. Und außerdem, sind wir mal ehrlich, ich komme aus L.A., ich habe große Brüste und blonde Haare. Wo sollte ich denn sonst sein, wenn nicht hier? Hollywoods Promis auffallen um jeden Preis. Für Lingerie-Designerin Kayla ist das nicht nur ein Motto, sondern ein 24-Stunden-Job. Kayla hat gelernt, ihre Rolle als Königin der Hollywood-Lingerie perfekt zu spielen. Als ich meine ersten Schritte in dieses Geschäft machte, musste ich mich entscheiden, ob ich einen 8-Stunden-Job will oder ob ich das große Hollywood-Theater mitspiele und das zu meinem Geschäft mache. Wenn du dich dafür entscheidest, musst du immer weiter und extremer denken. Da passt kein Privatleben rein. Ich lebe mit permanenten Panikattacken. Jeden Morgen, bevor ich Pandoras Box öffne, also meine E-Mails, muss ich meditieren. Denn es erwartet mich zu 80% Ärger. Und zu 20% Wunder. Zwischen 20.000 Dollar und höheren sechsstelligen Summen berechnet Kayla ihrer Hollywood-Klientel für maßangefertigte Stücke. Besonders stolz präsentiert uns die 27-Jährige entsprechend ihr 1,3 Millionen Dollar Meisterstück. Ich dachte mir, wie kann ich auf das nächste Level kommen mit meiner Lingerie? Natürlich mit Juwelen. Frauen gieren hier in Hollywood geradezu nach Diamanten, Brillanten, Smaragden und Perlen. Ab jetzt verkaufe ich Lingerie mit Diamanten. Ganz normaler Hollywood-Wahnsinn, an den sich auch Fotografin Denise gewöhnt. Ich glaube, man muss schon ein bisschen an der Klatsche haben, um hier generell Fuß zu fassen. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen an der Klatsche, deshalb funktioniert es ganz gut. Obwohl der BH bereits verkauft ist, soll Denise eine Kampagne dafür shooten. Denn wer will sich schon solch eine PR entgehen lassen? Geil. Ein Traum. Vorgeführt wird der Brilli-BH natürlich von der Chefin selbst. Es war richtig schön, es war mega geil, nee, ohne Witz. Also, es hat auch richtig Spaß gemacht. Wir haben echt ein paar geile Shots und
hätte es eigentlich nicht gedacht, dass es so gut wird. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, so mit ihr als Person auch, ob da was Gutes dabei rauskommt oder ob sie nur ihren Wille durchsetzt. Aber hat sich herausgestellt, der Wille war ganz geil und das Endergebnis ist auch shit. 3.000 Euro bekommt Denise für diesen Job. Keine schlechte Gage, selbst in Hollywood.